Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Parables Federorden der Rotkäppchen. Ja, wir sehen hier immer noch die ganzen Rotkäppchen, die hier eingesperrt sind oder nicht mehr eingesperrt sind, aber immer noch hier drinne sind. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir als nächstes machen können. Ich hatte so Sachen eingesammelt. Wir sollten den Pfeil auch noch irgendwie vergiften, aber... helfe den Schwestern aus dem Nebelreich zu entkommen. Ja, witzig. Nee. Ach ja, wir haben ja dieses doofe Rätsel hier noch. Ach ja, oh Gott, das ist immer so, ne? Wenn man einmal raus ist. Ist das jetzt auf dem letzten Stand? Weil ich hatte noch weiter gerätselt. Oder ist das jetzt ganz neu? Das sieht alles ganz anders jetzt aus. Ich glaube, dann kriege ich das ja hin. Warte mal, ich muss den nach oben machen, dann habe ich's, glaube ich. Also die kann man auf jeden Fall zusammenploppen lassen. Wenn ich den nach rechts mache, ist es auch egal. Ja, und dann haben wir es. So, das waren meine letzten Schritte. Hey, schön, dass ihr es nicht gesehen habt. Okay, jetzt kommt die zweite Runde. Das war ja nur die erste. Ja, dann muss ich ja doch alles nochmal machen. Oh, ich dachte, jetzt ist es auf dem Stand vom letzten Mal. Ja, super. Okay, wie habe ich das gemacht? Ich hatte das irgendwie so weit noch gerätselt, dass ich halt kurz vorm letzten Schritt war, nur um zu gucken, wie ich das überhaupt hinkriege. Aber jetzt bin ich schon wieder total raus und muss es nochmal, glaube ich, probieren. Ich hatte auf jeden Fall die hier zuerst zusammengeschoben. Und dann kommt es drauf an, ob man den oder den zuerst runternimmt. Ich nehme mal den roten. Dann schiebe ich die, glaube ich, wieder zusammen. Dann den blauen runter. Das Schwierige an dieser Geschichte ist dann auch noch, dass man gar nicht die sofort zusammenploppen lassen sollte, weil sobald hier nicht mehr genug in der Reihe sind, es fehlt hier dann einer und man kann die auch gar nicht mehr runter machen und nur wieder hier an dieser blöden Stelle. Das ist ganz tricky, Leute. Ganz, ganz tricky. Dann nehme ich den vorher nochmal runter. Genau, weil der fehlt jetzt nämlich. Dann machen wir die zusammen. So. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere mal rum. Ich glaube, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich die zwar getauscht farblich, glaube ich, aber... ich weiß nicht. So, sind die blauen zusammen? Die sind jetzt weg. Jetzt habe ich nämlich ein Problem. Also hier unten will ich auf gar keinen Fall irgendeinen haben. Aber, wie ich schon meinte, jetzt ist hier keiner mehr, um die überhaupt runter zu tun. Das heißt, man musste die da hinten dann. So, dann lasse ich die zusammen ploppen. Aber das Problem ist, dass ich den jetzt halt wieder hier nicht runterkriege. Also eigentlich so wie das letzte Mal auch. Ich hatte das aber so weit geschafft, dass es sogar ging. Aber ich habe auch echt so 3 Versuche oder so gebraucht. Und habe jetzt vergessen, wie ich das gemacht habe. Also die nochmal zusammenschieben. Nehme ich den roten runter. Ich pack den blauen mal ran. Den daran. Das macht das überhaupt Sinn? So, nehmen wir den gelben nämlich mal weg. Gelb ist nämlich auch gut. So. So verändern wir quasi die Reihenfolge. So, jetzt könnte ich den roten nehmen, dann ploppt der an den anderen. Ich muss die aber halt so hinkriegen, dass... ja. Ich glaube, ihr wisst ein bisschen, was ich meine, ne? Wenn ich den roten zwar jetzt ranplopp, dann habe ich wieder das Problem, dass ich die nicht runterkriege. Das darf ich also gar nicht machen. Ich könnte es aber so schaffen, dass hier einer bleibt, sodass ich den runter mache und den anderen dann auch runter mache. Das könnte funktionieren. Warte mal, ich mach mal den gelben runter. Pack die blauen zusammen.
Nee, dann landet der Gelbe aber da, oder? Ja. Scheiße. Das ist natürlich doof. Ach nee, aber ich glaube, die Denkweise ist gar nicht mal so schlecht. Kann man das denn noch retten jetzt? Wenn ich den daran mache und den hoch. So. Ja, das schaffe ich sogar. Hey! Jetzt bin ich stolz auf mich. Ich hab's geschafft und ich dachte schon das letzte Mal, ich müsste den Lösungsbutton drücken. Dieser giftspeiende Brunnen könnte sich für die Herstellung einer giftigen Waffe als nützlich erweisen. Ach echt? Dann mach mal. Die sabbeln hier im Hintergrund immer so, der ist jetzt giftig. Dann bringen wir dem Typen den mal da draußen. Drinne, draußen, wie auch immer. Was gibt's denn hier? Da kann man nichts mehr machen. Ich weiß nicht, was es hier halt noch zu tun gibt. Da kommt noch ein Kamm rein, das darf ich nicht vergessen. Sie gibt hier eine Anleitung. Die brauche ich bestimmt auch noch. Gut, geben wir ihm ihn mal hier den Pfeil. Bitteschön. Verjagt. Raphael ist in den Nebelwolf mit einem Raphael ist in den ist den Ach Gott, ich kann nicht mehr lesen. Er ist ihn losgeworden, den Wolf, ja? Versteht sich ja von selbst. Zur Aktivierung des Brunnen fehlt noch ein weiteres Element, vielleicht etwas Flüssiges. Flüssig. Flüssig. Nicht effektiv anscheinend. Gut, dann gehen wir da mal hin. Die furchterregende Wolfskopfstatue scheint neuer zu sein als die anderen hier. Hat die Königin der Wölfe sie errichten lassen? Hier kann auch ein Wolf rein, wie es scheint. Aha, was ist das? Ah, das Nebelreich, 2 von 4, sehr gut. Wie kann ich diesen zerbrochenen Spiegel reparieren? Mondstein? Nee. Mit Leim vielleicht? Mit Leim. Okay, jetzt habe ich den Spiegel. Dieser erhabene Gang ist schwer beschädigt. Es gibt kein Dach und dicke Baumwurzeln dringen durch die zerbrochene Wand hinein. Eine starke magische Barriere versperrt mir den Weg in den Thronsaal. Ich muss sie irgendwie beseitigen. Und hier haben wir noch was. Aber hier gehört nicht... Gehört der Spiegel da? Nein. Was gehört da rein? An diesem kunstvoll vergoldeten Rahmen scheint eine Art Symbol zu fehlen. Ja, das finden wir sicherlich noch. Aber die Skorpiontafel ist es, glaube ich, auch nicht. Das Juwel auch nicht. Nee. Und wo hier ein Chamäleon-Objekt ist, das weiß ich gerade. Nee, das sind alles nicht die richtigen Dinge, die wir brauchen. Ich hoffe, dass das mit den Parabeln irgendwie von mir richtig ist. Ich will die Geschichten auf jeden Fall am Ende eigentlich alle lesen. Oh, Menno. Ich brauch mal die Karte. Links von mir. Also hier wieder. Was ist denn hier noch? Nee. Bleib mal hier. Hier gibt es noch was zu tun? Was gibt es denn hier zu tun? Was ist denn da? Sie sind erschöpft. Kann ich denen denn irgendwas geben, damit die nicht mehr so erschöpft sind? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Mir wird hier die Pfütze angezeigt, aber irgendwie... Ich glaube, ich soll hier nicht hin. Ich soll zurückgehen. Alles klar. Kann ich denen hier irgendwas geben? Habe ich irgendein Musikinstrument? Armband der Göttin? Der will eine Geige...
da fehlt noch ein Blasinstrument. Vielleicht muss ich noch ganz zurückgehen. Vielleicht bin ich auch ganz falsch hier. Kann ja auch sein. Da ist ein Schlüssel, der mir noch fehlte. War hier noch irgendwas in dem Raum? Nee, ich soll zurückgehen, alles klar. Da sollten, glaube ich, noch irgendwelche Schriftsachen hin. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, wo soll ich denn hin, Leute? Wo schickt ihr mich denn hin? Hier fehlt noch was. Vielleicht kann ich da den Spiegel draufsetzen? Mondstein, Armband. Nee, alles falsch. Und ich soll sehr weit zurückgehen. Dieses komische Pilzsymbol. Er hier vielleicht. Aber da ist auch so ein Engelchen. Das hat nichts mit den Musikinstrumenten zu tun, ne? Nö, anscheinend nicht. Hier soll ich jetzt was machen. Was denn, die Portalkugel einsetzen? Ich glaube, das hatten wir doch alles schon. Das weiße Juwel gehört da rein. Okay. Dann brauche ich aber auch noch ein schwarzes Juwel, oder? War das als alles? Nee, mehr habe ich nämlich nicht. Was wollt ihr dann? Also. I'll be here for now to scout around for more clues to the wolves attack. Ja, hier bin ich immer noch nicht weiter, als ob ich das Spiel gerade erst anfangen würde, aber ich soll auch wieder gehen. Dann gehe ich mal wieder. Ich weiß nur nicht, wohin. Wenn ich das mal wüsste, was ihr von mir wollt. Oh, ein Chamäleon-Objekt. Hey, die sind mir zwar nicht so wichtig, aber immerhin noch eins gefunden. Ja, ich brauche Hilfe. Definitiv. Ich weiß nicht, wohin. Die Karte hilft mir gerade auch nicht. Die zeigt mir zwar das Gefängnis an, aber ich glaube, da können wir gerade gar nichts machen. Also die Karte hilft mir immer irgendwie in diesen Spielen gar nicht. Weil die zeigt mir immer ein Ausrufezeichen, dann geht man da hin und soll eigentlich ganz woanders gerade was machen. Von daher lasse ich mich jetzt mal einfach Schritt für Schritt hier so lang führen, bis ich hier was machen kann. Hier, ich konnte ja hier nach links gehen. Da ist es doch mit diesem blöden Skorpion, sag ich doch. Ja, da ist es auch, das schwarze Ding. Und ein Parabelteil endlich. Juhu. Die Mondgöttin, 2 von 4. Na, dann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wusste ich's doch. Ich habe diesen Bereich hier die ganze Zeit vermisst gehabt. Ich musste hier rechts abbiegen und das habe ich hier voll vergessen, dass das hier ganz am Anfang war. Gut, gehe ich zurück zu diesem Yin-Yang-Ding. Tada! Und nun? Da fehlt ein sternförmiges Objekt. Tja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Das ist ja doof. Und nun? Also wieder zurück. Hier drinne soll's weitergehen. Was kann ich denn hier machen? Ach, das geht jetzt. Hatte ich das nicht schon ausprobiert? Zur Aktivierung des Brunnens fehlt noch ein weiteres Element. Vielleicht etwas Flüssiges. Geht doch. Das Flüssige hatte ich nämlich auch ausprobiert, aber erst die Kugel, dann das andere. Alles klar. Die Kugel zeigt eine Abbildung des Waldes neben dem Versteck der Rotkäppchen. Ist das die Stelle, zu der das Portal führt? Also da unterm Baum. Da soll ich hin. Noch was hier? Gut, dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück zum Baum. Wenn uns denn hier hingeheißen wird, dann machen wir das mal. Nee, nee, bleib mal hier. Dann kann ich hier was machen vielleicht.
Vielleicht den Spiegel da drauf stellen? Oder den Mondstein? Nein. Nichts davon. Was kann ich denn jetzt hier machen? Den Spiegel hier direkt? Irgendwas? Man kommt immer so schnell auf die Pfeile. Bestimmt muss ich hier irgendwas draufsetzen, aber... Ich habe ja nichts mit dem Pilzsymbol. Das ist es halt. Da kann ich noch nichts machen. Es fehlt mir noch irgendwie was. Vielleicht hier... Muss ich mit dem Ast irgendwo noch rein und hab das übersehen vielleicht? Muss irgendeine Kleinigkeit noch übersehen haben? Muss mir wieder helfen lassen. Ich weiß, es ist echt blöd, aber ich finde es gerade nicht so einfach. Wo ich immer hin soll gerade. Was ist denn bei ihm jetzt hier noch? Durch den Einfall im Mond erstrahlt die Rüstung mit leeren Händen noch viel mehr. Mit leeren Händen. Ich habe ja aber nichts, was ich ihm geben könnte. Hier kriegst du einen Ast. Mondstein ja wohl auch nicht. Ich habe aber kein Schwert oder so. Ich kann ihm ja nichts geben. Aha. Teleskopverbindung. Oh. Dann werden wir die mal da hinten drauf packen. Jetzt habe ich wenigstens mal wieder was gefunden, was mir vielleicht helfen könnte. Packen wir das mal da hinten rauf. Auf dieses Teil hier. So. Zu guter Letzt fehlt nun noch das eigentliche Teleskop. Was ich auch schon wieder gerade nicht habe. Na toll. Kaum denkt man, man ist ein bisschen weiter... War es das auch schon wieder? Ja, ihm fehlt was in den Händen, aber ich habe ja nichts, was ich ihm geben könnte. Kann ich hier mit dem Mondlicht vielleicht mit dem Spiegel... Ja, reflektieren, alles klar. Aha. Aha, das Portal ist offen. Es scheint direkt in den Wald zu führen, in die Nähe des Geheimverstecks der Rotkäppchen. Wait for us. Close this portal now. Kapitel 5. Ja, ich zuckel mich hier irgendwie so ein bisschen schwerfällig gerade von Kapitel zu Kapitel, aber... I was captured and tortured by the Wolf Queen. Her power is great and her ambition limitless. There is a moon shrine hidden deep within the forest. Find it, Detective, as it may be our only clue to defeating the Wolf Queen. We must find a way to stop the Wolf Queen, or our world will be overrun by wolves. Okay. Ich dachte eigentlich, dass hier jetzt irgendwie das Versteck ist oder so, aber gut, dann, I was captured and tortured by the Wolf Queen. Ja, okay, okay. Ah, ein Wimmelbild. Ja, dann weiß man wenigstens, was man als nächstes tun soll. Ja, das ist ja schön, dass wir weitergekommen sind. Ich bemühe mich auch, dass das weiterhin so bleibt. Dann suche ich auch noch Perlenketten irgendwie. Da ist eine Perlenkette. Hier sind Perlenketten, aber die sind es nicht. Aber ich suche auch gar keine mehr. Ich suche sowas anderes hier. Das da. Ja. Dann noch so ein langes Röhrchen, ich weiß nicht.
wie man das beschreiben soll. Das da nicht, das da, ne? Da. Da war das kleine Teil immerhin. Es fehlt mir nur noch dieses längliche. Wo ist denn das? Ich habe so viele Tipps in diesem Part benutzt. Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. So getarnt, dass ich es einfach nicht finde. Es hat ja aber auch so ein bisschen Struktur. Muss irgendwo sein, wo das gut getarnt ist. Oder ganz, ganz vorne und ich sehe es wieder nicht. Immer das letzte Teil. Ich sag's ja. Ich habe keine Ahnung. Wo ist es? Ja, sag ich ja. So richtig gut getan. Schön die Kante, damit man das nicht sieht. Oder ich zumindest. Ihr wahrscheinlich schon. So, jetzt haben wir hier den Kirchenschlüssel. Das ist ja mal fein. War das nach oben? Oder bin ich... Nee, das war nicht oben, ne? Nee, das war nicht oben. Das war unten. Oh! Warum verschwindet der Nebelwolf? Und noch ein Wimmelbild. Okay. Machen wir das mal. Ist der Part wie immer ein bisschen länger. Aber ich mag das immer nicht, wenn ich nicht so viel geschafft habe, wie ich eigentlich schaffen will. Dann überziehe ich halt gerne auch mal, damit ein bisschen mehr noch passiert ist. So. Jetzt müsste ich langsam fast alles haben. Aber auch nur, weil die Dinge hier ein bisschen wieder offensichtlicher draußen waren. Und das noch. Schon haben wir die Engelsfigur. Was mache ich mit der denn? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, wo so eine Engelsfigur war. Gut, gehen wir nochmal weiter geradeaus. Hier ist der Kirchenschlüssel. Tada! Und jetzt können wir da reingehen. Das mache ich aber im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!